bauen sie überall, also sieht alles gut aus. Wie sieht's denn hier bei euch aus? Dazwischen kann man auch gar nichts mehr bauen, ne? Eventuell müssen die Dinger wieder weg. Aber ich bin noch am gucken. So, weiterlaufen lassen, mehr Geld reinholen. 44.000 Einwohner. Genehmigung für Schmelzofen. Jahu! Da haben wir ihn. 54.000. Da haben wir unser Knast, unser Prison. So wenig simulieren. Einmal schauen. Hier könnte ich das hinklatschen. So. Und ich möchte hier mal rein. Was stellt er denn jetzt her? Was kann ich hier sehen? Metall. Möchte ich Metalle herstellen oder lieber Legierungen? Ich möchte Legierungen herstellen, weil dann kann ich Prozessoren machen, oder? Ist es nicht so? Metallschmelzofen. Legierung, 24 Tonnen. Ich möchte aber nicht, dass der hier mehr irgendwas verbraucht, deswegen. Schmelzhütte. Okay. Kriegt auf jeden Fall ein Schild drauf, hat aber gar keinen Platz. Ein Auto. 10.000, wir warten. Weil dann müssen wir hier die Dinger umstellen. Lokal für die Kohle. Lokal. Okay. Lokal. Okay. So. Und, falls wir zu viel Produktion haben, wir machen nämlich ja 8 Milliarden Tonnen am Tag, müsste ich hier mal zwei Dinge abnehmen. Und dann dafür Legierung hinhauen. Legierungslager. Eventuell sogar noch ein weiteres. So. Dann machen wir hier das so, dass wir die beiden weghauen. Und zwei Legierungslager hinhauen wieder. So. Und die Legierungen exportieren wir. Und die Legierung exportieren wir erstmal. Solange wir noch nichts Neues machen können. Wie sieht es denn hier aus in der Prozessorfabrik? Dafür brauchen wir, unterhalten Sie 5 Industriegebäude der mittleren Technologiestufe. Ja, das wird erstmal schwierig. Okay. Geld sammeln. Wir brauchen 36.000, um ein aktives Modul zu setzen. Und wie kriegen wir das Geld rein? Ich Schlaufuchs. Export. Und Export und Export. Das muss erstmal alles weg. Also Geld machen, verkaufen, verhökern. Geld sammeln. Dann Legierung produzieren und die verhökern. Die sind ja natürlich einiges mehr wert, die Legierungen. Das ist witzig, dass das sich so langsam dreht. Wenn man auf den geht. Ist richtig schnell. Normal. Das ist hier schon so schnell, dass man das gar nicht mehr sieht. Wie schnell das ist. So, 42.000. Tonnen Roherz. Okay, und Kohle. Das kann alles verhökert werden. Wie sieht's denn hier aus? 217.000. Boah, das passt schon, das passt schon. Was haben wir denn jetzt hier? Bevorschläge. Ein Moment. Sie halten das für ein großes Tier. Dann gibt es noch ein weiteres Upgrade die, für die Metallzentrale. Ja, wir sind bereit für die Herausforderung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 700.000, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Das ist alles kein Problem. 39.000 Einwohner nur. Aha. Aha. Okay, das ist in Ordnung. So, und eventuell werde ich mal hier die Dinge umsetzen, weil das irgendwie ist doch beknackt. Ja. 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 Wir machen pro Teil hier irgendwie zwei hin.
Feuerwehr sieht kacke aus. Jo. So. Feuerwerk. Yeah. Damit sich vielleicht die Dichte erhöht. Ich weiß es nicht. Ob wir es damit antreiben können. Oder ob ich einfach nur einen großen Park hinmachen soll. So ein Stufe 1 Park. Was ist hier? Für alle. Yeah! Awesome! Boah, passt doch, ne? So, 62, 63. Das heißt, hier können wir ein aktives Modul platzieren. Genug Zeug ist da. Teilschmelze, Legierung. Und direkt noch einen daneben. Spitze. 10.000, scheiße. 1.000 kommt schon wieder rein. So. Braucht natürlich Strom. Strom ist natürlich jetzt hier wieder im Minus, weil das so viel verbraucht. Aktuell erzeugt 105 Megawatt. 105 Megawatt. Wir warten nochmal kurz ab. Dann mache ich aus dieser Energie ein Kohlekraftwerk, weil wir hier Kohle ja auch haben. Oh, scheiße. Das Geld. Wie teuer ist das Kohlekraftwerk? Energie, Kohle. Ach, hier bin ich ja schon. Kohlekraftwerk 17.000. Ja, so wie es mir tut. Zack, weg damit. Zack, das stinke Kraftwerk hin. So. Zack. Oh nein, ein Kohlekraftwerk. Und damit haben wir, wie viel Megawatt? Müssten doch 200 oder so sein, ne? Wenn die jetzt hier reinkommen. Alles weg mit diesem ganzen Quatsch. Eventuell können wir dann hier diesen Bahnhof, den Güterbahnhof hierhin verlegen. Überfall im Gang. Boah, Strom, so. Wie sieht's hier aus? 75. Ach, der macht nur 75. Stimmt, das wäre ja das Ölkraftwerk. Puh. 0,6. Okay. Ist direkt daneben. Okay. So, sind wir minus 8. 30 Überschuss. So, jetzt geht's aber los, Freunde. Gebäude kriegen gleich wieder Strom. Keine Panik auf der Titanic. Also im Prinzip im Moment, wir haben halt nur 40.000 Einwohner, also geht es eigentlich mit dem Stau. Legierungen werden noch nicht hergestellt, weil wir eben das Zeug noch brauchen. 10 Tonnen, 10 Tonnen. Gleich mal gespannt. Könnt ihr sogar eigentlich hier noch weiterbauen. Legierung. Und nochmal Legierung. Scheiße. Na. Bin jetzt gespannt. Und natürlich brauche ich dann noch die Fahrzeuge. Machen wir das vielleicht erstmal. Fahrzeug. Und. Aha. Hier, da können die Autos hin. Gerade schon gewundert. Zack, wieder weg. Gleich nochmal schauen. Hier, das wird auf jeden Fall schon mal gut produziert. Krankheiten. Igitt. Und wir haben Probleme mit unserem Abwasser. 52, aber verstopfte Rohre, weil alles über eine Leitung geht, oder wie? Ja, es geht aber hier um zwei Ecken so, ne? Hm. Bisschen doof, das Ganze, aber ja. So, 22.000. Hier wird alles verkauft. Nochmal kurz gucken. 29.000. Wie sieht es denn aus mit den Legierungen? Die werden schon exportiert, das ist gut. Und hier werden die Legierungen auch exportiert. Sowohl Kohle als auch alles andere. Kohle sage ich erstmal lokal. Erz, da haben wir vermutlich einen Überschuss. Export, Export. Da wollen wir mal gucken.
17.000, ja. Polizei. 14 Tote pro Tag. Wow, was ist hier los? Wir stellen ein, okay. Ich habe das Gefühl, es gibt Erdbeben. Weil wir... Also, habt ihr es gesehen? Hier manchmal sind diese Kreise. Ich glaube, das ist Erdbeben. Ich weiß es nicht. So, hier können wir auf jeden Fall nochmal wieder einen hinsetzen. Zack. Bam. Jetzt haben wir 377. Oh. Ah. Okay, damit haben wir uns wieder ein bisschen gerettet. Aha, okay. 190.000 nur jetzt. Ah, das wird sich ja noch gleich ändern, alles. Wir werden ja jetzt hier die ganzen Legierungen verhökern. Die jetzt hier entstehen. Was stehen wir denn hier? Legierung hergestellt, 96 Tonnen am Tag. Brauchen da... Okay, 96 Tonnen am Tag. Roherz, 96, 48 Tonnen Kohle. Was ist denn hier mit dem Kohleangebot? Kohle, 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 Kohle. Kohlebergwerk, 48. Genau, perfekt. Das heißt, wir brauchen noch ein Kohleding. 200. 270. 300. Ja, machen wir das so. So, damit... Was auch immer dieses... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Transporter 2. Kann ich nicht irgendwo anders noch welche hinbauen? Nö, geht wohl nicht. So. Das wäre das. Die Geschichte. Wir stellen ein. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein Hinweis oder so. Bom, Metallfabrik. So, Erze. Legierung haben wir gar keine übrig. Aber wir machen mehr Legierung, oder? 120 am Tag. Und hier machen wir auch 120 am Tag. Das sind also 240. Das heißt, am Tag können wir gar nicht so viel verbraten. Das heißt, Legierung müssten theoretisch über sein. Die Legierung sei schon. Hier die Erze. Hier haben wir 20 Tonnen. Roherz 10 Tonnen. Legierung, ja, okay. Also das verkauft sich schon mal ganz gut. Wir können hier unsere Kredite schon mal wegmachen. Und nochmal bezahlen, zack. Da hätten wir nochmal wieder schon ein Ersparnis. Okay, wir stagnieren im Moment noch. Aber hier... Grundstückspreise, alles okay, sehr gut. Nochmal hier gucken. Was sagt er? Mangel an Arbeitern. Ja, die kommen. Die Arbeiter, die kommen. Die freuen sich. Hier da vorne, wir stellen ein. Haben wir denn... Wir haben Mangel an Arbeiter. Eben hatten wir noch zu wenig Arbeitslose. Wir hatten Arbeitslose, ja, jetzt aber nicht mehr. Das müsste sich ja jetzt bessern. Ich hoffe natürlich, dass die ganzen Pendler dann da raus sind. Okay, also läuft ja schon mal ganz gut. Ah, oh, nein, 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 nein. Okay, kann man hier irgendwas sehen? Bestenliste. Natürlich nicht. Statistik, Glücksspiel, Handel, Rohöl, Freunde weltweit. Also das funktioniert hier alles nicht. Das ist alles Schrott. Funktioniert alles nicht. Da weiß ich nicht, was wir machen sollen. Verstopfte Rohre. Ich will nicht da nochmal was hinsetzen. So, Feuerwehr. Ich könnte jetzt hier erstmal so ein Ding hinsetzen. Ich kann hier aber auch nochmal so einen Fahnenmast hinsetzen. Um Schule, Bildung und so weiter habe ich mich noch gar nicht gekümmert. Löschfahrzeug. Stört mich, dass man das hier so überall rumsetzen muss. Aber ist halt so. So, zack. Das hier ist schon genehmigt. Senkt das Brandrisiko. Weil wir ja dumme Einwohner haben, ist das Brandrisiko natürlich auch extrem hoch. Hier haben wir Krankheiten. Ist gar nicht so einfach. Notfallzentrum. Patientenflügel brauchen wir eigentlich gar nicht im Moment. Wellnesszentrum. Ein Wellnesszentrum. Ja, hauen wir das dahin. So.
Sieht schon mal ganz gut aus. Gehe ich schon hier auf den Quatsch? Oder lasse ich es erstmal noch? Hier, der ganze Stinkekram wird hier produziert. Belassene Gebäude. Da ziehen nur die Penner wieder ein. So. Und der Verkehr sieht noch okay aus. Wir haben halt nur 46.000. Hier schon ein bisschen angestiegen, weil sie alle links fahren und links abbiegen wollen. Es blinkt hier überall. Okay. Und das ist auch okay noch. Müllfahrzeuge noch nicht genügend. So, noch einer. So, zack. Damit haben wir auf jeden Fall genug erstmal. Das hier sieht auch gut aus. Erzbergwerk, 120.000 Tonnen, Milliarden Tonnen am Tag. Schmelzhütte ist auch immer gut befüllt. Legierung, 44 Tonnen Legierung. Stellt am Tag aber 96 Tonnen her. Legierung gerade wieder verkauft. Spitze, hier 5 Tonnen Legierung. Also ich vermute mal, oh, 300.000 jetzt am Tag. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die Feuerwehr. Feuerwehr! Ist noch nicht so voll. Verdienen sie tagtäglich 350.000. Und was kriege ich dadurch? Gar nichts. Den Arschtritt oder was. So, es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier langsam nach und nach die Dichte steigern können. Das ergibt sich mit der Zeit. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich Kohle reingeholt. Feuer in der Stadt, weiß ich. Wir haben 2 Feuerwehren. Die müssten eigentlich gut zu tun haben. Löschfahrzeuge 5. Hier haben wir 4 Löschfahrzeuge. Also das dürfte. Niedergebrannte Gebäude, jetzt ist auch schon besser geworden. Ein Toter nur noch pro Tag. Patienten, versorgte, verletzte Patienten, 33 nur von 86, ja, sieht nicht gut aus. Das ist noch unser großes Problem. Polizei. Die eine Polizei, die wir hier unten haben, wird wohl nicht ausreichen. Ergo, bauen wir die große Polizei, das Polizeirevier, hier oben hin, ne? Hauen wir da hin. Zack, Polizeirevier. Setzen wir hier nochmal so einen Polizeieinsatzturm oben drauf. Bom. Zack. Natürlich. Hier nochmal ein paar Autos. Wir haben es ja. Wir klotzen, nicht kleckern. Verbrechenskämpfung, Verbrechung, Bekämpfung und so weiter. Wie sieht es denn mit diesen Gefängniszellen aus? Die können auch nur an diesen Stellen gesetzt werden. Machen wir erstmal das so. Oh, da habe ich noch was vergessen. So. Jetzt dürfte das Verbrechen gar keine Chance mehr haben. Bomb, Wuthauer hin. Nein. Die werden jetzt alle eingestellt. Und ich sag erstmal, das war's wieder. Eine Stunde Aufnahmesession. Und was haben wir hier? Hey, das Handel macht ziemlich Spaß, oder? Handelszentrale. Später. Ich schau mal. So, also hier, das sieht gut aus, 391, wir verhökern gut Legierung, hier 10 Tonnen drin, da keine Legierung mehr drin. Legierung werden hier aber gut hergestellt. Da wir einen Überschuss haben, könnten wir uns vorstellen, eventuell noch eine weitere Legierungsdingenskirchen hinzusetzen. Hier wäre ja Platz, also einmal kurz Pause gedrückt. Noch eine Schmelzhütte daneben. So, wie sieht das da aus genau? Müsst ihr halt mal gucken. Also hier neben habe ich direkt 2 Stück. Zack, genau. Genau so. Machen wir auch. Da muss ich das eine Ding hier wegmachen. Metall. So, die Bohne. Dann können wir halt keine Legierung mehr, keine Dings mehr verkaufen, aber wir können Legierung komplett herstellen. Schmelzofen. Hier einen hin. Und einer davor. Kostet ja gar nichts.
10.000 erstmal ansparen. So, das hier sieht aus, als wäre das verlassen. Das kann weg. Ich wollte eigentlich jetzt hier gerade einen Cut machen. Da. So. Bitte. Wasserknappheit. Wasser, 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 Wasser. 41. Puh. Okay, dann. Damit es schnell geht. Einmal noch hier Kredit. Da ist natürlich jetzt jede Menge Wasser. So. Hier wird Wasser produziert. Das verteilt sich auch nach und nach wieder weiter. 20 Überschuss. Strom. Auch Mangel. Zack, drinne. Strom ist dabei. Gebäude ohne Strom nicht mehr lange. Und da setzen wir hier noch einen Brumm-Brumm hin. Dann wäre das mal auch. Zack. Fertig, die Geschichte. Dann müssen wir hier noch in der Handelszentrale sagen, dass wir Erz lokal verbrauchen. Vermutlich wird das hier gar nicht mehr eingelagert. Wir könnten hier komplett auf Legierung umsteigen. Lokal. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, 475.000. Jetzt müssten wir auch komplett auf Erze gehen. Geschlossen, wir brauchen Strom. Jetzt mach weiter, wir haben Strom. Okay, vermutlich haben wir. Annahme globaler eventuell. Weil wir nicht genug Kohle haben. Muss ich wohl erstmal machen. So. Das ist da. Roherz, das wird alles hingeliefert. Spitze. Gut, dann war's das für diese Aufnahmesession und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.